Lichtmast auch extra falsch gedrückt, damit sie dahin rennt und ich zum anderen Lichtmast kann, weißt du? Jetzt hast du die Taktik verraten. Egal. Es gibt mehrere Lichtmasten. Boah, bin ich angespannt. Alter Vater, ey. Ui! Oh ja. Warte mal, das kann ich ja noch nicht. Nee, stimmt. Gib zurück. Jetzt ist dann auch hoch? Könnte ich eigentlich machen, wenn es okay ist. Natürlich. Ja? Hast du was für deinen YouTube-Channel? Boah, meine Hände sind klatschnass, ne? Ja, bei mir auch alles. So rumiert, dann müsstest du jetzt raus aus der Lobby und einladen. Dann müsstest du aber Xulon dir die Freundschaftsanfrage schicken. Und seinen Freund. Ja, du kannst von mir aus auch weiterhin Dinge sein. Ich habe ein bisschen Gefallen gerade am Überlebenden gefunden. Oder ich mach. Ja, Maxin kann auch. Also hier musst du wirklich auf alles achten. Selbst als Killer, denke ich mal, musst du zusehen, dass du alle Geräusche wahrnimmst. Ach, du kannst mir nachjoinen, Xulon? Ja, dann. Boah, meine Hände, ey. Erst mal ein bisschen hier an der Dampfe ziehen. Einer müsste noch kommen, oder? Jo, da ist er. Ich guck gerade eben noch was. Jetzt werde ich mich ja so peinlich anstellen. Was heißt denn dieses 2019, keine Ahnung, was keine heißt Ahnung. Das? Ich glaube so viel, je weiter unten das ist, desto besser ist er geskillt, der Charakter. Okay. Und du hast immer das Blutnetz, wenn du die Punkte hast, wo du dann auswählen kannst und wenn du alle Punkte davon ausgewählt hast, kommt das nächste. Ach, guck, ich, aber, ey, ich will auch so einen Erste-Hilfe-Koffer haben, verdammt. Den musst du dir erstellen. Ach ja, dann Xulon. Wer bin ich eigentlich? Da haben wir wahrscheinlich... Ach, die Näherin. Genau. Ich bin okay, die Näherin, ist der Beste, alles klar. Ja, und ich kann nicht in die Sonne gucken, ich hab Schlitzaugen. Okay, jetzt geht's los. Ich glaube, Max kann ich jetzt nicht verarschen. Max ist ein bisschen Firma drin. Guck mal, die zwei Jungs wollen nicht ins TS kommen. Ich hab nicht viel gespielt. Was? Mattis Reagenzglas? Ich hab zwei Sachen freigeschaltet. Naja, das ist die Perks, die irgendjemand ausgewählt hat. Ach so. Ja, bestimmt Xulon und sein Kumpel. Schätze ich mal. Ich schalte mal um, dass ich bloß noch rum als Chat hab, sonst wär's unfair. Ja. Dann geht's los. Ladebildschirm auf du. Ja. Boah, kommt mein neues Paket mit Liquids. Geil. Nice. Zwischen 7.30 Uhr und 10.30 Uhr läuft. Weißt du, was bei mir geil ist? Ich habe meine Endabrechnung bekommen und ich habe so viel im Winter gespart, dass ich nächsten Monat nur eine Miete von 230 Euro habe. LOL. Nice. Was ist da gerade? Oh oh. Okay, jetzt weiß ich, da hinten ist er. Alles klar. Das ist wie kann man sich eigentlich ducken? Mit Steuerung. Genau, Steuerungstaste. Ah, okay, alles klar. So, die Kettensäge hört sich aber seltsam an. Ja, jetzt hat er mich. Bitte was? Ach so.
Das war really close. Ich sehe nichts. In den Rücken. Nein, Mama, nein. Bin gar nicht da, Maxit. Ignoriere mich einfach. Schau mal, den habe ich frisch desinfiziert. Nein, 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 das willst du doch gar nicht. Aua! Au! Willst du mir meine Gebärmutter rausnehmen? Hallo? Ja. Aber pass auf, dass das Bauchnabelpiercing ganz bleibt. Ja, ja. Ist so teuer. Ja. Jetzt habe ich verstanden. Ah. Hm? Nein! Arschwasserausfluss. Oh, ich dachte erst, ich müsste zum Wiggeln am Haken zum Befreien immer die Maustaste drücken. Nee, aber nee. Ich muss sie festhalten. AD ist es bei mir, war das. Wiggeln ist AD, wenn er sofern du die transportierst. No! Ja. Da hat's mich dahin gerafft. Ah ja, ich hätte es wissen müssen, die Schwarzen sterben immer zuerst. Ja. Scheiße, bin ich als Schlitzauge als nächstes dran oder was? Toll, zwischen 7.30 Uhr ach, und 11 Uhr. Wow, und das auf den Samstag. Aber ehrlich gesagt bin ich ganz froh, dass es wenigstens morgen noch kommt. Ich habe vor Montag schon nicht mehr damit gerechnet. Was denn? Achso. Meine Liquids, weil du, ich habe jetzt dieses Erdbeersahne. Von dem einen, von dem die anderen Schrottliquids schon sind. Und dieses Erdbeersahne. Naja, es schmeckt nicht nach Erdbeer, es schmeckt auch nicht wirklich nach Sahne. Ich weiß nicht, wie ich diesen Geschmack beschreiben soll. Das ist irgendwie. Ja, nicht, dass sich durch die ganzen fruchtigen Sorten deine Geschmacksknospen auch irgendwie daran gewöhnt haben. Das Problem hatte ich ja, wie gesagt. Ja, aber dann müssten ja die Liquids anderweitig irgendwie, die schmecken ja alle anders, aber sie schmecken nicht, wie man es von den Liquids hätte erwarten würden. Hm. Ich hatte noch nie ein Problem mit irgendeinem Liquid, außer mit denen von dem einen Besteller, wo ich sie her habe. Das schmeckt kein so, wie es schmecken soll. Ja, war ein schnelles Spiel für mich, stimmt wohl, Pitz. Ach, warte mal, ich kann ja... This war really close, again. Ey, die Klischee, Nampanski. Was, ich spiele Katz und Maus. Ich mach das gerade mit der Feralhorde. Lol, Olaf, sehr gut. Verbranntes Plastik mit Durex statt Erdbeersahne. Nee, verbranntes Plastik nicht. Ich weiß nicht, wie es in den Geschmack erinnert mich an irgendwas, aber ich weiß nicht an was. Aber probier's doch einfach mal aus. Vielleicht sind die ja gerade wirklich frisch gemixt worden, dass du die vielleicht mal so ein paar Tage stehen lässt. Wir haben jetzt. Was stehen die jetzt so? 2 Wochen? 3 Wochen? Ah, okay. Seit Bestellung? Das ist auch schon einer. Also, wenn, sollten sie jetzt durchgereift sein. Hm. Also, dieses Sahne, wie gesagt, diese Erdbeersahne, da schmeckt nichts nach Erdbeer. Und diese Sahne. Okay. Diese Sahne, ich weiß gar nicht, wie ich das. Das hat einen säuerlichen Geschmack. Okay, umso mehr Leute wir sind, umso mehr Lichtmassen brauchen wir. Jetzt habe ich das Spielprinzip verstanden. Ja. Ja. Alles klar.
Das schmeckt eher so ein bisschen wie saure Milch. Weißt du, wie Milch, die schlecht geworden ist. Alter. Ja, genau, Pilze. So in etwa schmeckt das. Na, Nordron. Hey, wie geht's dir? Wir haben dich schon sehnsüchtig vermisst. Weil du gar nicht reagiert hast auf meine Nachrichten im Steam. Ich dachte schon, Nordron redet nicht mehr mit mir. Abgelaufene Sahnepitz, genau so. Fuck. Fuck, 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 fuck. Wie geht's dir, Nordron? Okay, die beiden wissen echt, wo die ganzen Lichtmassen sind. Das ist schon mal nice, weil ich habe jetzt gerade nur einen Überblick, welche schon gemacht sind, welche nicht. Ja, wenn man öfter spielt, glaube ich, ist das wahrscheinlich was man dann lernt. Ach, auf der Durchreise, okay. Nicht so toll ist natürlich nicht so schön. Dann alles Gute. Vielleicht Geschmacksrichtung. Kacksahne. Nee, Christian, ich glaube, die schmeckt sogar noch besser, wobei ich das nicht beurteilen kann. Ach so, alles klar, Nodron. Ich hatte dich bloß zwischendrin bei Steam gesehen und was zocken sehen und ich dachte mir, Das war schon wieder so really close. Ich krieg dicken Eierhoden, Sackköpfen, da ist das ich nicht was. Oh. Eine gute Besserung, Nodron. Ich bin froh, dass ich so ein Blindmatz bin. Ja, es war nicht nur bei dir close, es war bei den anderen auch schon ganz schön close, du. Moin Daniel, grüß dich. Boah, bin ich angespannt, ey. Das war close. Schon wieder so close. Das ist ja amüsant. Rumiert. Ah, shit. Ich gehe zum anderen Ausgang. Habe ich mehr von. Ey, wo was? Was? Selfmade Vanille Banane. Havanna Blend. Okay. Vanille Banane. Und tschüss. Yay! Ja. Aber eins freigeschafft. Ja, ich weiß, dass ihr die Spuren sieht, aber das ist meine Taktik. Der soll die Spuren folgen, deswegen renne ich so kurios durch die Gegend. Dass das so ein bisschen für Verwirrung stiftet. Ich bin totaler Nob und totaler Newbie. Aber da kriegt man doch Punkte. Aber man kriegt doch hier Punkte, was sind denn das für welche? Die werden nicht gut geschrieben. Ach so, okay. Alter, ist der das Geld. Der kann, ja. Im Gegensatz zu uns.
Nee, Gruppe verlassen will ich nicht. Irgendjemand, Maxin, glaube ich, du musst zurück zur Lobby oder so, ne? Damit wir. Wird das dann für uns auch, oder? Weiß genau, ich nicht. Ja. Mhm. Ja, ja. Jetzt habe ich Ladebildschirm. Boah. Oh, da sind die anderen zwei schon wieder raus, alles klar. Nee, doch nicht, sie sind noch drin. Sie sind noch drin. Ach nee, ich bin ja auch noch da, Leute. Ich bin immer verwirrt, weil bloß drei Leute da stehen. Wollen wir TS, dann könnt ihr Fragen stellen, wenn was unklar ist. Ja, wir haben vorhin ja gesagt, ne? Ich dachte, Christian kümmert sich vielleicht drum, dass ihr zu uns ins TS kommt. Ausrufezeichen TS. Geht auch. Wieder hören. Klar, das habe ich groß geschrieben. Dann könnt ihr zu uns ins TS. Achso. Wechseln. Könnt ihr zu uns ins TS kommen? Was, ich schieb den Stream nochmal auf den zweiten Monitor. Alles klar, Nico, viel Spaß. Doppelt Pits, hält besser. Du. Doppelt hält besser, natürlich. Pitz, wenn du schon mal da bist. Wechseln dann auch gleich nochmal. Läuft. Pass auf, ich hab. Der Shop, wo ich jetzt bestellt habe, nehmen wir mal an, die Liquids dort schmecken. Die haben da fertige Basen mit Nikotin, was ich ja haben will, und das Aroma zum Extraholen für ein paar Euro, und damit käme ich definitiv günstiger. Jetzt steht aber was von 2-3% oder so soll man von dem Aroma dazu mischen. Wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt auf so eine 100 Milliliter Flasche Base hole, muss ich dann wie berechne ich das? Ich bin in Mathe, bin ich schon immer eine Niete gewesen, aber ich weiß nicht, wie ich mir das zusammenrechnen soll mit dem Mischen. Guck, Max, ist. Theoretisch wären es dann 2 Milliliter. Ja, das habe ich auch schon überlegt. Das Xulon. Ach, du hast schon. Okay. Guten Abend. Servus. Guten Abend. Guten Abend. Dein werter Freund kommt auch noch? Ja, der kommt auch noch. Geiles Spiel, oder? Alles klar. Also, die Atmosphäre finde ich schon cool. Das ist schon sehr geil gemacht. Mit den Rängen ist es so, man arbeitet sich von 20 auf 1 vor. Und man hat unter den Zahlen hat man so 3 Punkte. Wenn man in einem Spiel mindestens 10.000 Punkte erreicht, dann kann man einen Punkt gut machen, hat man die voll, rutscht man den Rang hoch. Hat man unter 10.000 Punkte in diesem Spiel, dann rutscht den Rang wieder rückwärts. User was moved okay. To your channel. Okay. Oh, warst du wieder schneller als ich. Servus. Hallo. Guten Tag. Interessant. Ja, schön wäre, wenn man mit Freunden jetzt noch zusammen in eine andere Lobby joinen kann, weil man nicht so viele Leute hat, die mitspielen. Ja, wir ärgern uns auch schon drüber, dass wir das nicht können. Wir würden auch gerne miteinander spielen. Ja, das ist richtig zum Kotzen. Also, du bist so abhängig von den anderen Idioten. Ja, also das ist richtig schlimm. Ich habe heute Vormittag einen Killer zugesehen bei Twitch. Der war Level 20 und hat gegen Rang 1 und Rang 3 gespielt. Überlebende. Und er hat gewonnen. Er hat sogar gewonnen. Warum? Weil die Idioten so dämlich waren und nur alleine gespielt haben. Er hat viele vergessen, es ist ein Teamspiel. Und wenn du nur alleine spielst, kriegst du nicht wirklich Punkte zusammen. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Und das Schlimme ist ja, man, die Rang 1 Killer, die liefen ja das Spiel dann immer. Wenn sie einen hohen Rang sehen. Und wenn sie 20er Ränge sehen, dann bleiben sie drin. Du selber als Survivor siehst natürlich nichts, gegen was du spielst. Sollten sie mal ändern. Ah, sie patchen ja schon fleißig. Also das musst du denen ja lassen. Naja, man stimmt, sieht aber von den Patchen nichts. Ja, aber wenn ich darüber nachdenke, als ich das erste Mal das Spiel gesehen habe, gab es nur eine Karte und einen Killer. Das hat sich ja mittlerweile auch geändert. Moment, das liegt daran, weil das Hauptspiel da draußen ist. Vorher war es ja nur eine Beta. Ja, die 3 Karten mit 4 Maps sozusagen. Also gibt es im Prinzip 12 Karten. Fuck. Was halt ein bisschen traurig ist, ist die Informationspolitik von denen. Ja. Das ist ein bisschen sehr, sehr traurig. Vielleicht sind sie gerade leicht überfordert. Kann sein, ja. Aber wenn ich bedenke, damals mit Ark das Spiel,
Da kommen wirklich einmal in der Woche zwei, drei Patches raus. Also heute ist das halt immer noch so. Gibt's dir, du solltest weniger reden, dann hört man wer. Nein! Ich bin lieber Survivor. Pfeifen, das macht mich irre teilweise, wenn der Wind durch die Mauerspalten fegt. Ja, Pilz, mache ich. Ich schicke dir dann auch mal einen Link dazu und dann schreibe ich dir das nochmal. Das Spiel ist ganz schön aufregend. Ja. Wie oft ich schon spitze Hände kriege bei manchen Situationen. Ah, au, 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 Mixit, lass das, das willst du doch gar nicht. Nicht? Nein. Da hab ich dich verloren, was soll das? Tut mir fast ein bisschen leid. Ah. Doch nur ein bisschen. Macht das eigentlich Sinn, wenn man mit mehreren Leuten an einem Generator arbeitet, oder ist es eher... Ja, ja, ja. Ist das schneller, ist schneller, ne? Ah, okay. Punkte. Alles gut. Klar. Weil ich hab... Weil mir da doch mehr Fehler passieren können. Ja, ja, gut, das Risiko hast du, ne? Das andere dem... Aber insgesamt geht's immer noch besser. Auf alle Fälle. Hi, Brains. Ich hab noch einen Generator. Irgendwie magst du mich, hab ich das Gefühl. Was? Du magst mich? Du stellst mir doch nach. Gib's doch zu. Ach halt. Sollte Wiggle nicht vergessen. Wiggle, 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 komm schon. Wiggle, 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 wiggle. Nee. Nein! Häng! Und wenn du hängst, nicht. Wenn Leute dich befreien können, rachel nicht dran. Oh, ich verstehe gerade nichts, weil Maxi mit seiner Dings hier rumspielt. Mit seiner nicht, Kettensäge. Nicht selber Wache. Befreien. Es ist leider. Wow. Nicht selber befreien mit dem L1-Maustaste oder irgendwie. Was? Nicht selber befreien? Nein. Ah, gut, dann bleibe ich halt hängen.
Aber es ist zu spät, jetzt bin ich jetzt tot. Jetzt ist zu spät, ja. Ich hätte dich runtergeholt vom Hafen. Weil damit verringerst du nämlich ganz schnell daneben, wenn du nämlich dich selber befreist. Weil die Chance so. Ist dann wirklich 1... 5% ungefähr. Also du hast das hätte da mir mal bei, vorher sagen bei sollen. Bei vollem Leben hast du ungefähr 3 Versuche. Ist bei mir vorhin war reiner Glückszufall, dass ich weggekommen bin. Ja. Der Tipp kam jetzt ein bisschen zu spät. Wir sind am offenen Tor. So, aus. Wie als seid ihr du und der andere? Welche andere? Hier sind mehrere Leute. Und diese Fraktion. Oh, fuck! Nee, also der Haken, wenn man erstmal rangehangen wird, hat man volles Leben. Ja. Du kannst dreimal probieren, dann bist du ungefähr auf halbes Leben runter. Und dann musst du anfangen mit der Space-Taste dich am Leben zu halten. Das ja, verkürzt die Zeit, dass die anderen dich retten. Ah. Muss man die gedrückt halten oder einzeln drücken? Nee, immer ganz schnell hintereinander. Gut. Ganz schnell hintereinander. Und penetrieren ohne Ende. Auf jeden trotzdem, Fall, Brains sind wir alt genug, um dieses Spiel zu spielen. Trotzdem kommt ja. Dein Leben zurück bei der ganzen Geschichte. Wenn du jetzt aber von vornherein hängst, dann haben die anderen eine größere Chance, dich noch zu befreien. Ja, wir wissen, dass das Game ab 18 ist. Also auf dem Ausweis zumindest. Also ich meine, ich wurde ja wirklich schon auf viele Altersgruppen geschätzt, aber dass ich unter 18 wäre, das Kompliment in Anführungsstrichen habe ich auch noch nicht gekriegt. Weißt du, hast keinen Mauszeiger? Nein. Das ist nicht so schön. War aber gerade noch knapp am Ausgang, ey. Ich würde sagen, ich verlasse mal eben die Gruppe. Oder wollen wir hoffen, dass Maxian, weil ich glaube, Maxian muss das Game neu starten. Ja,